So, denn dann mal willkommen zurück zu Final Fantasy 13. Ich habe jetzt ein bisschen rumgelevelt. Das hat jetzt ungefähr eine halbe Stunde gedauert oder so. Also ein ganzer Film war es auch nicht. Also eher so eine Serie. Eine Folge davon halt. Und ja, ich habe auch, wie ich schon sagte... Oh, das kämpft ja gegen die. Wie ich schon sagte, habe ich jetzt auch halt noch einmal... Ein Kraftreif und ein Magiersiegel, nicht Magiereif, Magiersiegel, genau. Auch aufgewertet sogar. Wir hatten halt, man kriegt ja von denen andauernd dieses Paraffinöl und so. Und dann hatten wir noch genauso viel über, dass wir halt zwei solche Dinger basteln konnten. Und dann, ja, hat sich halt gelohnt. Also in Anführungszeichen. So. Wollen wir mal weiter hier. Ob man so wirklich was merkt von dem Gelevel, ich weiß es gar nicht. Eher weniger. Das ist ja auch das, was ich meinte. Man kann sich hier halt nicht überleveln. Nicht wie zum Beispiel bei Final Fantasy 10 zum Beispiel oder 12 oder 7 oder was weiß ich. Ich eigentlich ganz okay so, finde ich auch. Was soll ich jetzt machen? Ausrüstung. Ach genau, wir haben das Falkenauge bekommen. Ich glaube, das lohnt sich nicht. Doch, lohnt sich sogar ein bisschen. Magie geht ein bisschen hoch, ist ja ein Magier. Also klatschen wir das darauf. Ist natürlich auch ein Nachteil so fürs Let's Play. Aber ich würde uns jetzt wahrscheinlich sonst hochleveln, bis zum geht nicht mehr erstmal. So dass wir halt ganz relativ Suche durchkommen. Aber gut, ja. Hm. Können wir nicht. Wie man hier auch sieht, ich habe jetzt über 2000 bei jedem fast an Kristallpunkten über sogar. Aber gut, die nutzen wir dann natürlich auf jeden Fall. Ist klar, wenn wir, sobald wir das neue Kristallium, also die neue Kristalliumstufe erreicht haben, werden natürlich sofort ausgegeben. Oh, da haben wir einen Behemoth nochmal. Plus zwei kleine. Auf jeden Fall kommen die Gegner nicht mehr in Schock. Also, weil sie vorher tot sind. Deswegen, und nicht wegen, weil, keine Ahnung. How the others are doing. Saz and Vanil? Who knows? Even if they got away, they'll get caught eventually. Then they'll have to choose. Resist or surrender. Surrender? Huh. Do you think he's still alive? You mean Snow? He's too stubborn to die. And that's his best quality. He's arrogant and chummy from the get-go. He thinks he's everybody's pal. Never liked him much. He leads around a bunch of kids. Gang called Nora. Where'd they get the name Nora? It's a stupid acronym. Their little code stands for no obligations, rules, or authority. Must be nice. It's irresponsible. Well then. Ja, was? Keine Ahnung. Habe ich gerade nicht zugehört, ehrlich gesagt. Ich habe lieber an einen Dampfer gezogen. So. Geht's nach oben oder nach unten? Ich weiß es gar nicht mehr. Nach unten, okay, alles klar. Nee, ich glaube, es ging jetzt irgendwie darum, von wegen, warum, wie, was, Nora und so und keine Ahnung. Also namenmäßig, das war so ein Akronym oder so. Das habe ich jetzt gerade auch so irgendwie halbwegs mitbekommen. We'll have to be sure and tell them if we see any. Sind das neue Gegner? Ich weiß es nicht. Tutorial. Das Areal von elektromagnetischen. Ja, bla bla bla. Wir müssen die halt alle töten, dann geht das Feld da weg und dann ist gut. Nö, ist was Neues, glaube ich. Ein Schakal. Naja, ist eh gleich tot.
Machst du Platsch? Bist du tot? Naja, oder nicht? Dann halt so. Just another battle. So, hätten wir den auch? Müssen wir also nicht mehr gucken. Ich hab mal geschaut, ob da noch irgendwelche Items sind oder so. Nö. Ja, genau. Das, was ich gerade gesagt habe. Wenn wir die töten, sind sie weg und dann ist auch das Tor offen. Die sind sogar ein bisschen nervig, weil sie einfach vergiften können. Aber gut, die sind eigentlich so schnell down, das ist eigentlich relativ egal. Mehr Ausessen 3, dann dauert es ein bisschen länger. So, und wenn wir dann irgendwann die neue Stufe haben, dann sollten wir auch relativ gut was ausgeben können. Weil wir jetzt durch das Durchrennen hier noch um einiges an Punkte kriegen. Ach, da sind noch welche. Ich wollte gerade sagen, wieso ist das Ding noch nicht offen? So, mach auf. Dankeschön. Das Blöde an diesen, dass ich die Kämpfe jetzt rausschneide, das ist immer für mich schwer einzuschätzen, wie viel oder wie lange ich noch schon aufnehme. Oh, das ist ein anderer B hier. Ein ganz, ganz anderer Aua, der ein bisschen mehr Schaden macht. Ja, mal Junge, hack dich. So, du bleibst da oben und dann habe ich auch gar kein Problem damit, dass Hope fast tot ist, also wir eigentlich im Grunde. Bleib da oben. Bitteschön. Dankeschön. Mist. Naja, ist trotzdem tot. Von daher, alle Dude. Gibt noch nicht mal was. Oh nein. Ganz harter ist er jetzt geworden. Ein ganz, ganz harter. So, haben wir hier irgendwas noch zum Aufsammeln? Nein, sieht nicht so aus. Wir kommen nicht von da? Nee, ist Schnee, nee, ist richtig. Hier ist richtig. Ui, das sind viele. Na, war trotzdem easy. Was heißt hier, das ging nochmal gut? Das war alles voll easy. Take 5. What's eating you? Okay, I can tell you're hung up on something. Is it the Lassie thing? It's snow, isn't it? What happened with him? You wouldn't understand. You and I are partners, Hope. My mother was killed. Because of him. It's his fault. And he needs to pay for it. I'm not ready yet, but I will be soon. That's why I followed you. Snow dragged us all into this. You and me, your sister Sarah. He's gotta pay. Oh.
Naja, ganz genau gesehen war er ja nicht schuld. Zumindest mit Sarah und ihr. Also ich meine, die war ja sowieso eine Lissy und sie wollte da ja eh hin, auch ohne ihn. Und ja, ne? Sie ist ja auch zuerst reingegangen. Gut, gibt's da noch was? Nee. Aber gut, das haben wir wieder gewechselt. Lightning ist jetzt wieder anführt. Das heißt, wir haben die 4 ACB-Balken. Das läuft als ein bisschen, keine Ahnung. Das fühlt sich anders an halt. Jo, was haben wir denn hier Schönes? Ein Sternenanhänger. Aha. Wir haben jetzt übrigens bei jedem, also bei beiden, haben wir jetzt die zwei Accessoire-Plätze freigeschalten. Also sprich nochmal einen dazu. Habe ich jetzt aber nur irgendwas drauf geklatscht jetzt, also nichts Besonderes. Würde jetzt normalerweise eigentlich 2 Kraftarmbänder oder 2 Magiersiegel da raufhauen, aber haben wir ja nicht. Die sind ja noch auf dem anderen. Leider. Ich weiß nicht, wann hier gewechselt wird. Ich hoffe nicht jetzt.